der Karl-May-Spiele, der Häuptling des Landes Schleswig-Holstein, in der nüchternen Amtssprache nennt man das Ministerpräsident, Peter Harry Carstensen, wird eröffnen und den Startschuss geben. Dazu werde ich dann gerne meinen Coin anreichen. Liebe Frau Thienel, liebe Frau Landrätin, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Abgeordnete und liebe Gäste, wenn so viele kommen, dann hat das schon was mit dem Schatz zu tun. Und endlich mal wieder in Bad Segeberg. Ich konnte ja leider zu Ihrer großen Feier, zur 875-Jahr-Feier nicht kommen. Und deswegen nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch der ehrwürdigen Stadt Bad Segeberg zu Ihrem Jubiläum, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen von Herzen gratulieren, aber umso schöner... Und genauso wie Sie bin ich heute hier, um mal wieder in den Wilden Westen einzutauchen. Und wenn ich die Generalkonsulin aus den Vereinigten Staaten von Amerika hier sehe, dann will die auch mal ein Heimspiel sehen, meine Damen und Herren. Dann will die mal sehen, wie das bei ihr in ihrem Land, sie kommt nämlich aus Texas, früher gewesen ist. Und Frau Konsulin, vielleicht wissen Sie ja, wo der Schatz im Silbersee ist und wie wir denn da irgendwie rankommen. Wir wollen heute Abend spannende Zweikämpfe mit Fäusten, Silberbüchse und mit Pfeil und Bogen sehen. Wir wollen Pulverdampf riechen und den donnernden Hufschlag von den Mustangs hören. Wir wollen dabei sein, wenn das Gute siegt und der Bösewicht von den Klippen stürzt. Und wir wollen ihn reiten sehen, meine Damen und Herren. Wir wollen seinen weisen Worten folgen. Wir wollen ihn lauschen und seiner Botschaft für die Verständigung über die Völker und Grenzen hinweg. Ich rede von Winnetou. Und ich bin sicher, ich freue mich auf Winnetou und ich freue mich auf Herold Sander, meine Damen und Herren. Und ich bin sicher, wir werden auch diesmal nicht wieder enttäuscht werden. Ich wünsche dem gesamten Team der Spiele, dass auch viele... Habe ich was Falsches gesagt? Wieder enttäuscht? Nein, wir wollen, also wir werden nicht wieder enttäuscht, nein. Wir werden begeistert sein, wir werden wieder begeistert sein. Wir werden begeistert sein von Winnetou und Herold Sander. Jetzt habe ich es richtig drauf, meine Damen und Herren. Und ich wünsche dem ganzen Team der Spiele, dass auch ganz viele, viele große und kleine Gäste hier kommen. Und liebe Frau Thienel, dass das Wetter so bleibt, wie es denn heute ist, über die ganze Saison hin. Und Herr Bürgermeister, Ihnen wünsche ich das Gleiche im ersten Jahr. Voll ausverkaufte Karl-May-Festspiele, dann sind Sie richtig drauf. Und jetzt darf ich Sie bitten, mir die Waffe zu reichen. Mir haben die den nämlich nicht in die Hand gegeben, weil er ein bisschen für Sicherheit hier zuständig ist. Und nicht auf die Menschen da draußen zielen. Sehen Sie die Zahlen? Die Karl-May-Festspiele 2009 sind eröffnet, meine Damen und Herren.